Ja, weiter geht es mit Let's Play Gothic, der Weg des Wassermagiers. Wir stehen hier inmitten des Orkgebiets. Es ruckelt ein wenig, denn ich habe das Spiel mal wieder neu geladen. Die Standard Ausrede meinerseits. Wir sind das letzte Mal bei dem Feuerwaran verreckt, wenn ich mich recht entsinne. Ich muss mal schauen, wir haben auch viel zu wenig Mana. Und wie weit ist es noch bis zum Level Up? Lasst mal kurz sehen. Oh, da fehlen uns keine 3000 Pünktchen mehr für. Aber die Orks geben mir, denke ich mal, nicht genug Erfahrungspunkte. Also ich muss mal kurz den Feuersturm anmachen als kleinen Indikator, der uns relativ zügig die Gegner anzeigt. Was haben wir denn hier? Eine Feuerstelle. Wo sind wir hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass hier nichts ist. Das ist sehr kurios. Ich packe das mal weg. Wir können das hier nicht benutzen. Na gut. Dann schauen wir mal hier weiter. Hier ist schon wieder alles so mit Spinnweben durchzogen. Hier sind Kisten. Nanu, wer soll denn hier sein? Egal, ich gucke jetzt hier erstmal rein. Ja, toll. Hier haben wir gerade mal 10 Erzbrocken. Das ist ja fast Weihnachten hier. Und hier haben wir drin eine Essenz heilender Kraft, und zwar nicht nur eine, sondern 3 Stück und eine verwitterte Axt. Tja, dann soll es halt so sein. Hier gibt es sonst nichts zu holen. Doch, wir könnten pennen, das mache ich mal. Vielleicht sind hier am nächsten Morgen irgendwelche Leute, die uns abstechen. Das wäre total lustig. Bis zum nächsten Morgen bitte schlafen. Ja, ich habe geschlafen und bin ausgeruht. Und hier ist noch immer niemand. Ich weiß nicht, was das hier soll. So, hier kommen wir hoch. Ich schaue mir das Ganze nochmal von oben an. Okay, da geht es nicht weiter, aber hier können wir hoch. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Achso, hier ist die, ja, so eine Art Brücke, durch die wir gelaufen sind. So, jetzt können wir nochmal hier hoch. Ich meine, wir müssen eh nochmal kurz zurück. Uns fehlen nämlich die Blitzzauber. Ach, nicht, dass das die Höhle von dem Typen ist, der hier oben im Berg lebt. Das wäre total witzig. Aber ich glaube, dem ist nicht so. Ich glaube, wir kommen hier auch nicht heile wieder runter, oder? Ich schau mal kurz. Der Sprung dürfte zu hart für unsere physische Verfassung sein. Deswegen lasse ich das mal lieber sein und gehe einfach den normalen Weg wieder weiter. So, einmal hier ein bisschen hinunter. Ich weiß nicht, ob wir uns hier schon abrollen können, aber wenigstens hier, wo wir hochgesprungen sind, da dürfte mehr Gefahrennuss uns hinunterstürzen. So, ich bin mal gespannt. Alle, hopp. Sehr schön. Wir haben den Sturz sauber abgefangen. Es brodelt und sprudelt vor sich hin. So, dann habe ich das hier auch mal erkundet. Ich war hier, glaube ich, noch nie, wenn ich ehrlich bin. Man lernt immer wieder dazu. Gut, wir stehen hier im Orkgebiet. Hier unten geht es wieder raus. Ich würde gerne noch mal ins neue Lager zurück, um mir Blitzzauber zu kaufen, denn die brauchen wir so oder so für, ich sammle das nochmal eben schnell hier ein, wenn wir schon mal hier sind, die brauchen wir sowieso, um den zweiten Golem oder den, ja, einen von den Golems zu besiegen. Und zwar den Feuergolem, wenn ich mich recht entsinne. Wieso habe ich die Armbrust hier nicht mitgenommen? Ja, ihr wisst ja, ich habe die ja, ich weiß nicht, ob das letzte oder vorletzte Folge war, habe ich die ja angezündet. Total lustig. Und ja, die Torwachen sollten uns nicht mehr im Wege stehen. Das ist jetzt schon unser dritter Gardist, glaube ich, den wir getötet haben. Einmal der auf der anderen Seite Richtung Sumpfgebiet. Und hier die beiden vor dem Tor. So, hier müssten wieder Scorpio und Dingens sein. Wie heißt da? Cavalorn. Von denen selber brauchen wir nichts, aber wir müssen hierher. Denn wir, nee, das rostige Schwert lasse ich da liegen. Denn wir wollen ja uns mit Zauber ausrüsten. Und ich bin mal gespannt, vielleicht soll ich beim Kronos auch hier mein Mana ein bisschen erhöhen. Das ist so ein bisschen popelig, ne? Es gibt auch keine Mana-Regeneration, also nicht, dass ich wüsste. Und es ist sehr mühselig. Ja, oder man verschwendet halt zigtausend Tränke hier in Summe. Es ist ziemlich mühselig zu zaubern, würde ich jetzt mal behaupten. So, der hat bestimmt nichts für uns.
außer dass ihm die Schulter juckt, dann kratzt er sich, wie wir gerade gesehen haben. So, warum teleportiere ich mich eigentlich nicht zurück ins neue Lager? Es hat eigentlich nur den Grund, weil das gemoddete Gothic sonst einfriert. Das ist ein wohlbekannter Fehler, der auch schon dem Entwickler der DirectX 11 Mod gesteckt wurde. So. Und ich bin mal gespannt, ob es da in naher Zukunft Updates gibt, wobei ich glaube, wir sind wahrscheinlich eher mit diesem Projekt hier fertig, als dass da ein Update folgen wird. So mal ganz vorsichtig in die Runde geschätzt. So. Da sind wir auch schon wieder am neuen Lager. So lang sind die Wege eigentlich gar nicht. Wir sind jetzt nur ganz außen rum gegangen, anstatt, wie wir ins Orkgebiet reingegangen sind, hier über den Fluss zu schwimmen. Aber das soll uns nicht davon abhalten, jetzt hier einmal ein paar neue Zauber zu erlernen, beziehungsweise die Runen zu erwerben. Man muss ja keine Zauber lernen. Ich wäre auch mal ganz interessiert, wenn wir jetzt schon das Thema Mod schon wieder eingeschmissen haben, wenn ich denn mal mit Gothic 2 dann starten werde, was wahrscheinlich nach diesem Projekt hier starten wird, ob das für euch von Interesse ist, ob wir da nicht auch die DirectX 11 Mod benutzen, die ja da ein wenig ausgereifter ist. Könnt ihr mich gerne in die Kommentare wissen lassen. Ich werde aber wahrscheinlich auch noch mal kurz vorher eine Umfrage starten, so ein, zwei Wochen vorher, dass ihr abstimmen könnt, wie wir das Ganze spielen. Ich möchte, wenn wir modden, möchte ich natürlich keine neuen Inhalte einbringen, sondern die Originalinhalte beibehalten von Gothic 2 und die Nacht des Raben. Also keine vierte Fraktion oder, nee, ich glaube, das gab es für Gothic 1, ne? Eine vierte Fraktion als Mod, aber das möchte ich nicht haben. Ich will die Originalstory haben und so soll es dann auch sein. So, Kronos, mein Freund, bleib mal bitte stehen. Ich brauche Blitzzauber. Hast du da im Angebot? Magie zu Ehren. Ja. Ich benötige mehr Mana ein. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Yes, genau das. So, die Teile sind mir eigentlich schnurzpiep egal. Ich möchte... Nee, Schriftrollen will ich auch nicht. Die verbrauchen sich nämlich so Runen. Hier sind wir bei den Runen. Eispfeil. Kugel, Blitz wäre natürlich auch was. Maximal 5. Ja, aber der Eispfeil braucht nur einen. Eisblock, was haben wir denn noch? Achso, das war's schon. Warte mal, wie viel Erz habe ich denn eigentlich? Lass mich mal kurz looken. Nein, nicht mehr ganz so viel. Und die sind... jetzt muss ich hier wieder ganz rüber. Nee, warte mal. Ich werde hier ein paar Waffen abladen. Hier, das brauche ich nicht. Vor allem sind das auch Zweihandwaffen. So, rüber. Den werde ich mal behalten, wegen seiner Schadensart. Aber ansonsten die ganzen Ork-Waffen werde ich mal zum Verkauf freigeben. Das Gardenschwert interessiert mich eigentlich auch nicht. Das auch nicht. Was ist das hier? Eine verwitterte Axt? Ja, Armbrust. Ja, komm, die packe ich mal weg. Gut, somit haben wir immerhin schon mal ein bisschen Geld gespart beim Einkauf. Wir könnten wahrscheinlich noch viel mehr verkaufen, mache ich jetzt aber nicht. Kugelblitz. Warte mal, wie viel Magieschaden macht das Ding? 20, der Eispfeil. Und der Kugelblitz auch. Dann würde ich doch lieber den Eispfeil nehmen. Ja. Der verbraucht weniger Mana. Also warte mal, jetzt kann ich auch nochmal... Nee, den brauche ich ja noch. Den kann ich, glaube ich... Ich möchte ihn nicht verkaufen. Dann gleichen wir das mal mit... Na, meinetwegen mit Erz. Ach so, das sind 100er Schritte jetzt. Das ist doof. Mist. Ich höre nicht mehr. Na gut, dann hauen wir nochmal ein bisschen hier runter. Das sollte ja kein Problem sein. Dann, ja. Damit wir unseren Helden noch ein bisschen nicken sehen. So, das sollte reichen. Yes. Und tschüss. Kann ich da mal vorbei? Der will immer in die Richtung, in der wir stehen. Das ist total grausam. Gut, so, warte mal. Jetzt müssen wir aber den Pfeil, Eispfeil auch nochmal ausstatten. Ausrüsten. So, das ist die Nummer 8. Das ist die Nummer 8. Das heißt, wir werden uns jetzt wieder auf ins Ork-Gebiet
machen, denn wir müssen ja noch Xardas finden, damit die Story hier vorangetrieben wird. Wir sind das letzte Mal an den Feuerwaranen gescheitert, die... jetzt warte mal, das wird mich interessieren. Der Feuersturm... Okay, der macht 50 Schaden. Das heißt, es wird ein bisschen haariger gegen den Feuergolem, glaube ich, wenn er nur 20 Schaden macht. Aber der Kugelblitz, habt ihr gesehen, der macht auch nur 20. Deswegen bleibe ich mal beim Eispfeil, weil wir ja damit mehr wirken können. Ich könnte natürlich... soll ich das tun? Nochmal ein bisschen in Mana investieren? Ich belasse es erstmal dabei, bis wir Level Up haben, beziehungsweise bis wir Xardas erreicht haben. Denn da stellt sich erst heraus, wie viel Punkte wir noch brauchen. Und das wäre jetzt doof, wenn wir die Punkte jetzt verschwenden würden. Deswegen warte ich da mal ein bisschen ab. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, wenn ich ehrlich bin, wie es jetzt genau zu Xardas geht. Ich weiß, dass es irgendwie so eine Bergpassage war, beziehungsweise keine Bergpassage, sondern ein Weg, der so von Felsen umschlossen war, so ein Schlauchweg. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Der Enddarm des Berges, keine Ahnung. Wo wir dann hineinstapfen müssen. Und, ich weiß aber nicht mehr ganz genau, wo das war. Jetzt könnte man natürlich nochmal auf die Bergruine da oben. Ihr wisst schon, da wo wir zu Lester gelaufen sind. Da sind wir auch über so eine Bergruine gegangen. Da könnte ich mir mal drauf positionieren, damit ich die Landschaft sehen kann und ihr auch. Ja, so der Plan. Und dann sehen wir hoffentlich, wo sich der Weg befindet. Ich meine, den eingestürzten Turm haben wir ja schon gesehen, der war in so einem Teich drin. Aber es muss ja irgendwo noch auch Xardas Turm zu finden sein. Und ich hoffe ja, dass wir zumindest die grobe Richtung erkennen. Ich Idiot, hab doch eine Karte. Warte mal, vielleicht sieht man das ja. So. Jetzt gucken wir mal auf die Spitze des Südens. Dort müsste der eingestürzte Turm sein. Aber ich sehe, hier drauf erkennt man Xardas Turm nicht. Das ist schade. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen die Gegend erkunden. Aber das ist ja nicht schlimm. Dann sehen wir noch mal ein bisschen was von der Umgebung. Das bringt ja nichts, immer durchzurushen. Ich könnte jetzt die ganze Zeit hier so rumspringen, wie das andere tun, damit man um eine Sekunde schneller am Ziel ist. Das, was ich total affig finde. Mich riecht das ja auch in MMOs auf, wenn da Leute die ganze Zeit rumhüpfen, die Dauergehüpfe, ne? Da denke ich mir auch schon meinen Teil bei, wenn das einer macht. Aber naja. Gut. Können wir hier eigentlich hoch? Nee, ne? Das ist, glaube ich, zu steil. Ich werde das mal versuchen. Nee, das ist zu steil. Tatsache. Und, oh. So, jetzt kommen wir aber hoch. Ja, geil. Jetzt sind wir hier oben. Wahrscheinlich führt hier sogar ein regulärer Weg hoch. Da ist ein eingestürzter Turm. Ich meine auch, dass das der Treffpunkt von den Freunden ist. So, haben wir irgendwelche Gegner? Nee, nur ein Pfad. Ich rüste mal meinen Eispfeil aus. Aha, da ist ein Wolf. Ja, eigentlich sind da mehrere. Die sollten wir vielleicht lieber anzünden. Ich will den hier... Nein, ich will... Wieso... Ja, super. Ach, lasst mich doch in Ruhe. Das ist doch total der beschissene Zauber. Die machen doch nicht mal mehr Schaden an uns. So, und ich schieb hier voll die Panik. Ich hätte total durchlaufen können hier. Waren das alle? Ich hoffe es mal. Wahrscheinlich springt mich jetzt einer von hinten an und ich habe 5 graue Haare mehr. Ah, ja. Ah! Verdammte Scheiße. Das ist doch... Mann, habe ich es nicht gesagt? Ich habe es doch geahnt. Dieses Spiel hasst mich. Das Spiel macht mich so alt. Obwohl es ja nicht mal so ein Horrorspiel ist oder sowas. Aber das passiert mir auch in normalen Shootern. Wenn dann so Gegner um die Ecke gerannt kommen, dann kriege ich die Panik. Ah, wahrscheinlich fängt es jetzt an zu regnen. Habe ich recht? Habe ich? Ja, ich habe recht. Gut, das heißt, die Welt wird gleich wieder überschwemmt. Ja, wie gesagt, also der Eiszauber, der ist scheiße. Wie soll man denn jemals damit den Golem besiegen können?
Das verstehe ich noch nicht so ganz. So, hier sind keine Gegner mehr. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich werde einfach mal den Pfad hier folgen. Aber nicht, dass wir jetzt hier oben am Stonehenge rauskommen oder so. Warte mal. Doch, das könnte hier sein, ne? Ich werde mal lieber den Feuersturm ausrüsten. Und hoffen, dass der... wir sind am Stonehenge. Und hoffen, dass der Regen unser Feuer in der Hand nicht erlöscht. Rein theoretisch haben wir doch jetzt allen Bescheid gegeben, ne? Die müssten doch sich jetzt eigentlich alle am Treffpunkt befinden. Ich bin mir nicht so sicher. Wir können ja mal kurz vorbeischauen, ob wir da irgendwie hin können. So, warte mal. Das ist eine Höhle, ne? Ne, warte mal. Keine Ahnung, das ist einfach nur so ein Carport, hätte ich schon fast gesagt. Aber hier gibt es ja keine Autos. Hier ist so ein Überdach halt. Wo man sich hier gut vor dem Regen schützen kann, wenn man das denn wollte. Aber ich bin klitschnass und jetzt ist es eh egal. So. Dann nähern wir uns wieder dem Turm. Ich kann echt schon nicht mehr reden heute. Manchmal habe ich hier die Faxen, dass ich überhaupt nicht mehr mit der Sprache klarkomme und die Lippen einfach unkontrolliert sich öffnen und schließen. So, warte mal, jetzt nicht hier runter plumpsen. Warte mal, jetzt muss ich mit der Maus ein bisschen nachjustieren. So, lass mal schauen. Da ist eine Tür. Kommen wir da irgendwie rein? Ich will das mal... Nein, ich darf nicht speichern wegen dem Regen. Aber ich will das jetzt... Ja, boah, klatsch daneben, ey. Okay, was haben wir hier drin? Okay, rechts, links, links. Oh, das war ja einfach. Ein Dietrich. Eine verwitterte Axt, eine grobe Schwert. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass wir das hier alles gebrauchen könnten. Aber naja, ich will mich mal nicht beschweren. Hallo. So, warte mal, da geht's weiter ins Ohrgebiet. Da oben, die Bergruine meinte ich. Da möchte ich jetzt schon ganz gerne mich hinbegeben. So, was haben wir hier noch auf der Seite? Wahrscheinlich nichts. Nö, hier komme ich einfach auf den Weg runter. Muss ich hier hin? Ich bin gerade überlegen. Ja klar, wir müssen ja wieder ins Orkgebiet. Das heißt, wir werden jetzt hier direkt wieder hinein verschwinden. Wobei das glaube ich, von der anderen Seite her angenehmer war. Ich weiß nicht. Ich glaube, da waren noch einige Orks im Weg. Ich bin mir nicht so sicher. Ich kann gerade auch nicht speichern. Wie gesagt, ihr seht, es regnet. Und wenn es regnet, kann ich nicht speichern. Also ich kann schon speichern. Aber ich kann den Spielstand nicht mehr laden. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass es gleich aufhört. Und ich rüste schon mal wieder meinen Feuersturm aus. Huch. So... Ja, es hört auf zu regnen. Gut, dann kann ich gleich nochmal speichern, bevor ich hier auf irgendwelche Gegner treffe. So, warte mal, da geht's ja nicht weiter. Sondern ich muss hier weiter. So, dann bin ich mal gespannt, ob uns wieder irgendwelche Orks überraschen. Oder auch nicht. Da sind welche. Okay, das heißt, ich werde hier speichern. Ich kann die Zahlen schon fast nicht erkennen. So, ich sollte nicht meine eigene Spucke einatmen. Oh Gott. So, das sind einige. So, und tschüss. Mann, stirb doch. So. Ah, die sind viel zu nah dran. Mal gucken, ob ich die mit dem... Oh, die sind zu hart. Ah! Schnell weg hier. Hui. Ja, es ist nicht angenehm mit Orks hinter sich. So, ich jump mal ein bisschen vor denen weg. Ich glaube, dieses Geräusch sagt mir, dass sie die Waffen wegstecken und stehen bleiben. Das heißt, wir können uns eben ganz schnell hochheilen. Ganz schnell hochheilen. Ach, das geht auch nicht schneller. Dann nehme ich halt die hier. So, jetzt sind sie schon wieder weg.
So, ein bisschen zaubern kann ich noch. Die müssen jetzt hier gleich wieder auftauchen, wenn sie wieder in der Line of Sight sind. Oder sie teleportieren sich weg. Das wäre nicht gut. Sind die jetzt echt wieder direkt dahin gespawnt? Ich weiß es nicht. Da müssten die ja hier irgendwo sein. Da sind welche. Aber hier waren auch noch Viecher, ne? Drei Stück noch. Mach ich erstmal die Urkunde platt. Ich dachte schon, die kommen angeschissen. Okay, da kann ich einen Einzelnen hinschmeißen. Dann ist der tot. So, und hier nochmal. Ach, mehr habe ich nicht. Ach, ich Idiot. So, Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3 war eh schon tot. Das klappt ja eigentlich so gesehen doch schon ganz gut, würde ich mal behaupten. Zumindest für meine Verhältnisse. So. Das nehme ich mal alles an mich. Auch die Heilpflanzen. Ist da noch irgendwas? Sind das Gegner da oder ist das einfach nur Deko? Ja, es bewegt sich, es sind Gegner. Okay, aber ohne Mana keine Zauber. Deswegen müssen wir hier nochmal einen Mana-Trank nehmen. Die Seraphis aufsammeln. Den Zauber ausrüsten. Und den Urkund abballern. So, zack, die brennen, dann sind die immer so ein bisschen betäubt. So, zack, Kikowski. Ach, haut doch ab, du blöder Köter. Ah, ich bin schon wieder sehr vulgär hier unterwegs. Mann, die sind aber auch scheiße zu treffen. So, zack. So, zack. Mist. So, da ist schon wieder einer down. Der ist down. Na, komm schon. So, der ist down. Und der ist auch down. Ja, super. Klappt doch wunderbar. Außer, dass wir unser halbes Leben wieder verloren haben. Ich glaube, das geht besser. Aber es geht natürlich auch schlechter. Von daher soll man sich doch mit dem zufrieden geben, was man vollbracht hat. So, warte mal. Hier sind die Orks, die wir gekillt haben. Hier haben wir noch jemanden. Die selber können wir nicht looten. Ich muss halt aufpassen, dass jetzt noch keine, dass kein Ork mehr angeschissen kommt. So, und das letzte Mal haben wir uns ja hier über die Wege hinaufgeschlichen, sodass wir dem Kampf aus dem Weg gegangen sind. Aber diesmal können wir sie besiegen. So, hier ist alles geklärt. Da hinten ist doch der Turm, ne? Das ist doch... Ist das nicht Xalas Turm da hinten, ja, mit dem Stachelkranz oben drauf? Ich nenne das jetzt mal Stachelkranz. So, was haben wir hier noch? Hier waren wir doch schon mal, ne? Hier haben wir doch schon, glaube ich, Orks geschnetzelt. So, warte mal, ich speichere das Spiel mal. Ich hätte mich vielleicht erst heilen sollen. Dann mache ich das jetzt. So, wir haben noch zwei von diesen kleinen und jetzt nicht mehr. Die reichen eigentlich erstmal. Doch, das ist Xardas Turm. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Da sind Orks. Ich werde mich mal hierhin begeben. Und dort sollen sich ein paar Golems verstecken. Ich glaube... Da bewegt sich was. Sind das Orks? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bewegt sich dort etwas. Ja, genau. Ich glaube, da fängt die Passage an, durch die wir hindurch müssen. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Auf ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Gothic, der Weg des Wassermagiers. Also, bis dann.